Jo, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Und heute geht's weiter mit der nächsten Mission. Gestern in der letzten Folge haben wir ja uns mal die ersten Expeditionen angeguckt und die war schon ganz schön knackig, muss ich sagen. Die war nicht ohne. Gut, ja, der René ist auch wieder dabei, da sage ich euch schon mal voraus, das wird wahrscheinlich das ganze Let's Play auch so sein. Und wir quatschen mal mit Thomas Wasch. Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Gut, wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Denk dran, einen Munitionsweg wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Schlimme Sache, das mit dem Zug, ne? Gut, die Belagerung. Auf geht es. So, was kann ich, wo muss ich meine Munition auffüllen, meintest du gerade? An der Werkbank. Also, wo du auch Waffen herstellst. Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. Okay, du bist schon rausgegangen. Was? Ich wurde zu mir teleportiert? Ja, und ich habe die falsche Waffe drin. Ich habe nämlich keine... Ich habe immer noch die Sniper drin und ich brauche die... ich arbeite dann... Warte mal, Kommentar. So, darf ich nicht weiter tragen. Achso, du bist jetzt wieder rein. Weil ich jetzt gerade immer wieder rausgerissen aus Dingen. So, okay. Warte Sorry. Mal. Ah, alles gut. Ich bin extra wieder reingegangen, damit du wieder so wegbauen kannst. Du hast ja schon ganz schön viel bewegt. Manche wissen das nicht. Dabei können wir die Werkbank nicht auf? Ah, nee, uns fehlt, Peter Neu, ne? Richtig. So ist das leider. Ja, leider, leider. Jo. So. Gut. Munition müsste aufgefüllt sein wieder. Und dann kann man jetzt los. Jawohl. Das ist Tatsache, man wird halt echt teleportiert. Nein, nein, ich habe die falsche Waffe. Kann ich die Waffe aber verändern? Wo kann ich die Waffe wechseln? Auch an der Werkbank. Nee, ich muss wieder hin. Ich kann nämlich, ich will mit dem MG rumlaufen, nicht mit der Sniper. Sturmgewehr oder irgendwie sowas. Ja, definitiv besser. Hast du den Waffengürtel schon geskillt? Ja, ne? Den hast du komplett durchgeskillt, ne? Ich glaube ja. Ich tue mein Bestes. Dass du drei schwere Waffen und eine leichte bei dir tragen kannst. Und eine Nahkampfwaffe. Die war noch. Was habe ich eigentlich eben geskillt? Achso. Ich kann mich nicht entscheiden. So, jetzt habe ich sie. Habe ich die Waffe Folge jetzt gesehen? Was war das? Ich guck gerade, warte. Bevor ich jetzt irgendwas falsch sage. Ich glaube aber ja. 48 von 96. Doch, eigentlich müsste ich. Ja, komm, egal, passt schon. Geh mal hin. Ja, ja, ja. Das ist voll strange mit dem Porten, ey. Wir haben doch die in den letzten Mission freigespielt, oder? Können wir die auch fahren? Wenn wir die schon freigespielt haben.
So, auf geht's. Wohin müssen wir eigentlich? Ich habe keine Markierung. Ah, hier, ne? Die Belagerung, ja. Ja, ist markiert. Du hast ja da mal mit den Schildern. Naja, ich weiß nicht. Ich lass mir nicht gerne was vorschreiben. Ja. Er gibt diesen Speer, sprich mit dem Speer. Da hoch. Ich muss bereit sein. Ich darf sie nicht im Stich lassen. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Nicht seitdem die Highwaymen hier so aufgetaucht sind. Bisher ist alles ruhig, aber sie könnten jeden Moment auftauchen. Ich hoffe nur, dass ich alle rechtzeitig warnen kann, wenn die Highwaymen kommen. Wir können uns nicht leisten, die... Scheiße! Das sind sie! Geh zurück zu den anderen! Los! Brother, verteidige Prosperity. Rush hier! Kommt sofort zurück! Eine Gruppe Highwaymen kommt direkt auf uns zu! So eine gute Nachricht ist das gerade nicht. Nee, also... Noch dich und dich auf den Fersen, ne? Ja, ich sehe es gerade, die sind hinter uns. Oh, die sind schon hier. Wollte der dich gerade umfahren? Der Drecksack. Ja, passiert manchmal. Komm, rein. Du kannst reinkommen, die Tür ist offen. Ja. Tür zu. Da kommen sie. Dein Oberberg ist weg. Westlichen, da ist West. Okay. Oh yeah, Wecke. Holt mit denen. Nördlichen, wo haben wir Norden? Wahrscheinlich die andere Seite. Hier. Der Haupteingang ist Norden. Oh, der war eigentlich auf den Kopf gesetzt. Headshot. Wir haben hier falschen Sniper oben. Jawohl, der muss weg. Achtung, Truck hier. Sie benutzen die
Mauern hochzuklettern. Halte sie auf! Ach, leck mich doch! Verdammt! Kim liegt auf dem Boden. Ich spreng den Truck! Achtung, bring mich in Sicherheit! Komm. Komm, Kim, steh auf. Da liegt noch jemand auf dem Boden, wer ist das? Oh nein, Roger! Roger, my friend. Ich meine René, Roger, das hört sich ja sogar ähnlich an. Das muss doch Best Friend for Life, Alter. Nein, verdammt. Ey, die Trucks kann man auch wunderbar benutzen, wenn die schon kaputt sind. Weil die Highwaymen nicht auf die Idee kommen. Headshot. Wo sind sie denn? Die kommen doch nicht mal ansatzweise hier ran. Wir sind zu gut für die. Gerade momentan nicht, ne? Ich spiel gerade nur mit Schleuder. Sehr schön. Kommt aber noch mehr. Unten rechts. Oh. Das wirft mir die Schleuder fast zum Verhängnis. Das ist was mit Schild. Ja, dafür wird was mit Schild reinzukommen. Ja, wollte ich haben. Jetzt, ja, den hast du, den dahinter hab ich gehabt. Was, da hast du recht. So, wo ist der Hubschrauber? Ich hol mir den. Mit über uns. Was? Ist er nicht? Oh, krass. Ja, den einen hab ich noch mitgenommen. Den habe ich ja noch in der Luft gesnackt. Komm vom Westen. Schild weg. Häng fest. Ist der nächste weg. Hab ich noch Dynamit? Ich hab noch Dynamit. Unten kommt noch was. Und weg. Das halten wir nicht länger durch. Nichts wie weg hier. Bewegung. Was? Jawohl. Wunderbar, wir haben es geschafft. Sehr schön. Was warum? Weil wir die Besten sind. Wie bescheuert. Ach, jetzt mach doch nicht einen auf Drama. Es war kein einziger Highwayman drin. Sieh mich an. Sieh mich an. Sieh mich an. Hey, hey. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Nein, alles gut. Und du? Alles gut. Keine Ahnung, pack an, wo du kannst. Wie schlimm ist es? Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben viele Leute verloren. Den Verletzten geht es schlecht. Wenn die Zwillinge zurückkommen, war's das. Es ist niemand mehr übrig. Was ist mit dieser Gruppe im Norden, New Eden? Pen, soll das ein Witz sein? Ich habe sie in Aktion gesehen. Sie griffen das Lager an, in dem ich festgehalten wurde.
nur zu zweit. Die haben absurd viele Kugeln eingesteckt und verschwanden dann im Wald. Die Highwaymen nennen sie Geister, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Die Typen waren bis unter das Kinn vollgepumpt. Wir brauchen sie. Ist dir bewusst, dass du vorschlägst, zu Joseph C. zu gehen? Dem Mann, der jahrelang unsere Familie terrorisiert hat? Aber das war früher. Seitdem hat er uns in Frieden gelassen, Mom. Was immer auch passiert sein mag, das war früher. Halt dich da raus. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir keine kriegen, sind wir alle tot. Ein Deal mit New Eden wäre wie ein Deal mit dem Teufel. Einen anderen Deal gibt es nicht. Was sie auch haben, was immer ihr Geheimnis ist, wir brauchen es. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Finde heraus, was dieser Joseph hat. Ich kläre die Sache hier. Unterbrechung. Kamina, vor Jahren. Alles okay? Hat er dir wehgetan? Der Mann mit dem Bart? Er hat mir nur Essen gegeben. Wenn er nochmal hierher kommt, sagst du sofort Mom und mir, hast du verstanden? Ich hab Hunger. Ihr habt gesagt, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ja, aber von dem nehmen wir nichts an, nicht mal Essen. Warum? Weil wir diesen Mann schon vor deiner Geburt kannten. Er hat sehr schlimme Dinge getan. Er hat Dad wehgetan und wollte unserer Familie wehtun. Hey, wenn du ihn siehst, renn weg so schnell du kannst. Okay? Jetzt geh rein, mein Schatz. Was ist Joseph? Wir nehmen keine Hilfe von Peggys an. Keine Peggys mehr. Teil 2. Neue Allianzen. Das Geheimnis von New Eden, Story-Mission. Aber die, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. An. Ja. Hallo, Man. Oh, ja, Schleuder wollte ich nicht wegwerfen. Ich wollte euch egal. Ei. Puh, das haben wir fette Action auf jeden Fall in der letzten Folge. Ich hoffe, dass es den Leuten hier weitergeht. Oh, das sind die ganzen Leichen, ne? Die weint und nein, der tut es doch nicht. Na gut, trotzdem wollte ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall bei Let's Play Far Cry New Dawn. Und dann schauen wir mal. Bis dann. Ciao.